Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video erwartet euch ein Tutorial, wie ihr ganz einfach selber Bäume ranziehen könnt. Und jetzt zeigen wir erstmal, was wir bisher schon gesammelt haben. Wir haben schon hier eine ganze Kiste voll Rostkastanien gesammelt und hier einen gelben Eimer nochmal voll. Die wollen wir dann noch später verkaufen an den Jäger hier in unserem Dorf, der die dann später im Winter an die Tiere verfüttert. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier mit den Kastanien macht, wenn ihr die sammelt. Oder ob ihr die überhaupt sammelt und was ihr denn damit macht. So, und Ellie, die ist schon wieder ganz verrückt nach Kastanien. Also, hier Ellie. Dann haben wir auch noch Birken gesammelt von unserem Baum hinten. Da haben wir auch mal dran geschüttelt und das sah dann aus wie im Winter, weil es fast so aussah, als ob es geschneit hat, weil es so viel Samen waren. Da haben wir auch mal ein paar gesammelt. Dann haben wir auch noch Baumhaseln gesammelt. Da blenden wir jetzt nochmal ein, wie der Baum aussieht und wie die Samen denn aussehen, beziehungsweise wie die da dran hängen. Dann haben wir auch noch Roteicheln gesammelt, die haben wir hier auch noch im Kasten. Da zeigen wir später auch noch die Bäume, wo wir die gesammelt haben. Und Hainbuchen haben wir auch noch gesammelt. Hier. So sehen die aus. Die hängen am Blatt. Deswegen sind ja auch noch so viele Blätter drin. Wir wissen ja noch nicht ganz, wie wir die abbekommen. Weil, wenn man das alles per Hand macht, dann dauert das ja Ewigkeiten. Müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Und hier die Roteicheln. Und die Baumhaseln und die Birken und die Hainbuchen, die packen wir dann später hier so in den Kästen. Deswegen habe ich die auch hier schon drin. Machen dann da auch ein bisschen Sand rein und lassen die dann hier im Winter über stratifizieren. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie wir eigentlich so Baumsamen sammeln. So, wir sind jetzt hier bei der Baumhasel. Das ist ein richtig schöner Baum. Und wir müssen jetzt hier nur unter unseren Füßen gucken. Hier zum Beispiel, hier liegen die schon überall. Hier, Danny, was ist das? Ja, hier sieht man, wie die eigentlich noch am Baum hängen. Eigentlich fallen die dann mit der Zeit raus. Ups. Wo sind denn jetzt hingefallen? Da. Wir sammeln jetzt natürlich hier nicht alle auf. Weil vielleicht möchte ja hier einer noch mehr sammeln. Oder die Natur möchte jetzt ja auch noch ein paar haben. Wir haben jetzt ungefähr drei, vier Minuten gesammelt. Hier haben wir jetzt ein paar Baumhaseln. Wir haben ungefähr nochmal das Doppelte da im Rucksack. Und die Baumhase heißt eigentlich nicht Baumhase, sondern eigentlich türkische Hase. Also der Name verrät schon. Eigentlich ist sie hier gar nicht einheimisch. Aber es ist ein super Baum für den Klimawandel jetzt. Weil es auch unter anderem ein Fallwurzler ist. Und man sieht ja, das ist ein richtig schöner Baum. Und dann wollten wir auch noch zeigen, hier bei der Baumhase, ups, sieht man schon. Ist das so? Ist das scharf? Hallo. Dass die Knospen schon richtig groß sind. Also sieht fast so aus, als ob der Baum gleich nochmal austreiben möchte. Ja, und man sollte die Baumhase auch nicht zu spät pflanzen, weil die meistens schon vor dem 1. April die Blätter ausgeschlagen haben. Und dann wollten wir euch auch noch was zeigen. Und zwar hier der Ahorn, ein Stück weiter daneben, der beginnt schon die Blätter langsam zu verlieren und der färbt sich jetzt hier schon. So. Den kann man ja ruhig ein bisschen biegen. Wunderbar rot. Und eigentlich ist es ja so grün. Und jetzt ist es so lila, dunkelrot irgendwie. Mhm. Und die Ahorn sind doch. Oh, und hier unten liegen auch schon einige Ahorn. So. Hier sieht man auch mal so ein Ahorn. Kann man auch mal aufmachen. Hier sieht man den. Oh, ist gar nicht drin. Eigentlich wäre hier ein kleiner Baum schon drin. Ja, das hat mich auch schon gewundert, dass die jetzt schon runtergefallen sind. Weil hier sieht man ja, die meisten sind jetzt hier noch grün. So, wir sind jetzt zuerst bei den Hainbuchen. So sieht das aus. So sieht das aus, wenn die noch am Baum hängen. Man sieht ja, die sind jetzt hier langsam schon reif.
Also, können wir dran tütteln. Ja. Und so ungefähr haben wir die dann auch ein paar geerntet. Aber die sind noch grün. Ja, wenn die noch grün sind, die Samen, dann sind die eigentlich noch nicht reif. Und hier neben, hier steht eine schöne Roteiche. Kann man mal zeigen, hier so einfach abdrehen. Dann sind die meistens schon reif. So, wir haben jetzt hier Eichen gesammelt. Hier zum Ups. Beispiel. Das sind zum Beispiel welche. Hier sind auch noch welche drin. So, und jetzt sammeln wir mal noch ein paar Kastanien. So, wir sind jetzt hier bei einer Kastanie. Hier haben wir schon die letzten Tage Kastanien nicht gesammelt, sondern auf einen Haufen gemacht, weil wir immer schon die anderen Kastanien ein bisschen weiter weggesammelt haben. Und bis wir hier hinten waren, waren unsere Rucksäcke immer schon voll. Deswegen haben wir die immer erst auf den Haufen gemacht und jetzt wollen wir die abholen. So, man sieht ja schon, hier liegen schon überall unzählige. Und hier hinterm Baum haben wir hier ein paar Kastanien gesammelt. So, und die machen wir jetzt hier im Rucksack rein. So, das ist jetzt hier unser Endergebnis. Hier der Rucksack. Also jetzt nur von der Ding. Ist jetzt voll. Also jetzt nur da vom Haufen. Und man sieht ja hier ringsherum, hier liegen ja noch mehr als genügend für die, die noch Kastanien haben möchten. Hier auf dem Weg auch. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie ihr überhaupt sehen könnt, ob ihr die Samen nehmen könnt. Also ob die keimbar sind oder nicht keimbar sind. So, wir zeigen euch jetzt mal, wie man ganz einfach gucken kann, ob die Samen der Bäume keimfähig sind. Also zuerst braucht ihr irgendein Gefäß. Wir nehmen dazu einfach immer einen Eimer. Dann braucht ihr die Früchte. Also wir nehmen jetzt hier die Eicheln. So. So. Jetzt machen wir mal Wasser an. Hier sieht man jetzt schon, hier die oben schwimmen, die können direkt weg. Solange die unten schwimmen, ist alles gut. So, und dann rührt man das am besten immer noch mal ein paar Mal durch, dass sich doch vielleicht noch ein paar umentscheiden. Und die kommen jetzt einfach auf den Kompost. Dann freuen sich wenigstens die Regenwürmer. So, wir haben jetzt hier die Eicheln alle sortiert. Also die keimfähig sind und die nicht keimfähig sind. Die haben wir jetzt hier erstmal auf dem Tuch gemacht. So, damit die hier nicht so nass reinkommen, weil sonst fängt ja alles an zu schimmeln. So. So viel haben wir jetzt hier insgesamt schon. Und das ist auch schon ein schönes Ergebnis. So, wir haben jetzt hier die Baumhaseln auf so ein, wie nennt man das denn hier, so ein Ding, wo man eigentlich die Schuhe raufstellt, raufgemacht. Hier sieht man jetzt die Baumhaseln. Und weil die Kisten da schon voll sind, voll Kastanien, kommen die Kastanien jetzt hier rein. So, hier sieht man, haben wir doch ordentlich welche gesammelt. Das war jetzt nur von den Versteck. Ja, das war jetzt nur von einem Spot. Also gar nicht so viel, aber man sieht ja, ist jetzt hier natürlich ein bisschen Gras mit drin gekommen und ein paar Blätter. Ist ja auch halb so wild. So, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr habt mal ein bisschen was über das Thema gelernt, wie man die Bäume vermehrt. Und wir sehen uns jetzt wieder nächstes Mal. Ciao.